Als Studentenpfarrer hat man vor allen Dingen also die akademische Jugend, die natürlich freiwillig kam und für viele war das nicht ganz einfach, hat man gesammelt. Wir haben nicht nur Gottesdienste gefeiert, sondern wir haben vor allen Dingen freie Vortragsarbeiten angeboten und Arbeitskreise gegründet. Und ein Arbeitszweig war eben dann auch ein Friedensarbeitskreis, der so ab 1970 gearbeitet hat. Und das war dann langsam eine Gruppe, aus dem dann auch oppositionelle Aktivitäten hervorgegangen sind. Sie haben gesagt, für viele war das nicht ganz einfach. Können Sie das nochmal definieren, was Sie damit meinen? Ja, also wir hatten ja sehr unterschiedliche Studenten. Und wer überhaupt studieren konnte, das durchlief ja ein Selektionsverfahren auf Zuverlässigkeit gegenüber dem Staat, sodass bestimmte Berufsgruppen bei uns kaum vorhanden waren oder Studentengruppen. Wir hatten sehr viele Musikstudenten. Bei den Musikstudenten war es klar, da musste die Begabung eine große Rolle spielen. Da half das Parteibuch oder andere Loyalitätsbekundungen nichts, sodass ein hoher Prozentsatz der Musikstudenten in die ESG, also die Evangelische Studentengemeinde, kam. Und dann hatten wir an der Bauhochschule, das waren 2000 Studenten, vor allen Dingen eine Richtung besonders stark vertreten, das waren die Baustoffverfahrenstechniker und die meisten von denen waren umgelenkt. Das heißt, die wollten ursprünglich etwas anderes studieren, bekamen aber nur einen solchen Platz und die hatten nicht mehr viel zu verlieren. Deswegen haben die auch Mut gehabt. Für andere war es schwieriger. Wir hatten natürlich auch eine kirchliche Krankenschwester-Ausbildung dort, da kamen auch einige. Wir hatten Agraringenieure, die kamen vom Lande, da kamen auch einige von denen. Und dann hatten wir an der Bauhochschule noch besondere Fächer wie die Bauingenieure. Das ging auch noch. Schwieriger war es mit den Architekten, da gab es nicht viele. Und die waren sehr stark selektiert. Aber manchmal tauchten auch solche Leute auf. Also in der Regel am Abend 40, 50 Leute. Und dann gab es noch diverse Arbeitsgruppen, sodass fast die ganze Woche am Abend Studenten dann kamen. Sie haben schon gesagt, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise, Gesprächskreise. Was genau wurde gemacht? Also ich meine, es war bestimmt sehr vielfältig, aber vielleicht können Sie es bündig formulieren, was eigentlich das Ziel war. Also das Ziel war für mich, also neben der religiösen Versuch, also sie im Glauben zu bestärken, war vor allen Dingen, sie auch kulturell zu befähigen. Das heißt, es gab ja in der DDR bestimmte Literaturen, bestimmte Künstlerbereiche, die waren nicht wohlgesinnt, also der Staat wollte das nicht oder war fast schon illegal. Und solche Künstler haben wir geholt. Das kam also von Rainer Kunze, der damals ja 1977 hier in Weimar ausgeschlossen worden ist, aus dem Schriftstellerverband, bis hin zu Musikern, Liedermachern. Wir haben Literaten gehabt, die aus ihren Werken unveröffentlicht oder verboten gelesen haben. Und wir haben versucht, aus dem wissenschaftlichen Bereich so etwas die Linie zu halten, dass also auch Musikstudenten, Baustoffverfahrenstechniker wussten, welche großen Probleme im wissenschaftlichen Bereich gibt es. Ein sehr buntes Programm. Und die Arbeitsgruppen haben nochmal für sich genommen, vertieft gearbeitet. Also das war ein Taufkreis, das waren junge Leute, die überhaupt keinen Kontakt zur Kirche oder zur religiösen Tradition hatten. Denen habe ich Unterricht erteilt. Die wurden dann nach einem Jahr getauft. Es gab dann auch noch einen Bibelkreis, die also eben Glaubenssachen verstärkt Informationen haben wollen. Dann gab es den Friedenskreis, der also dann sehr gezielt schon politische Themen aufnahm. Und dann gab es auch so einen Selbstverständigungskreis. Das heißt, dort wurden über die Probleme als Student und das Leben in der DDR intensiv geredet und manche Kreise bildeten sich spontan, nahmen ein Problem auf und wenn das einigermaßen abgeschlossen war, dann löste sich der Kreis auf. Also wir haben versucht, ihnen Gesprächsmöglichkeiten zu bieten, haben Informationen reingegeben und dadurch ist es eine relativ stabile Gruppe in Weimar gewesen.